Hallo und herzlich willkommen zu World of Warplanes Let's Fly Folge 8. Ja, wir sind mal wieder mit der F3F mal wieder auf Winterkrieg. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen, ne? Das ist halt irgendwie... Aber ich habe mir jetzt auch zwei Bömpchen unter das Flugzeug geschnallt. Weil das geht ja mit der F3F auch, genauso wie mit der F2F. Und da wollen wir doch mal gucken, ob wir vielleicht was abgeschossen kriegen. Und dann wollen wir ja noch die 400 Meter Theorie vom Matthias Bendel uns mal angucken. Ob das so funktioniert, wie soll. Da drüben ist ein gegnerisches Flugzeug. Wir gehen auf das gegnerische Flugzeug. Das sind die 400 Meter gewesen. Da ist halt genau eben dieses mit dem Maus nachziehen, ne? Und das Flugzeug entsprechend nachzieht, dass man halt auch das Fadenkreuz dahin kriegt, wo es sein soll. Der fliegt jetzt natürlich so, dass wir nicht rankommen. Ja, zieh die Nase hoch. So, Winkel so hoch. Ah! Danke, hey, jetzt werde ich hier schon wieder zersiebt. Mir das gerade so gar nicht taugt. Das sind meine Leute. Wo ist denn der jetzt? Da bist du. Ups. Das hat keiner gesehen. Keiner gesehen. Vergesst es einfach. Es ist nicht passiert. Es war nicht da. Ich weiß. Ja. Tja, nun, das war jetzt irgendwie nicht auf die Umgebung geachtet. Ich war so auf den Plan konzentriert, das war ich. Aber, ich habe Schaden gemacht. Aber wie gesagt, das ist halt einfach dieses Fadenkreuz, wirklich in diesen Verhaltepunkt reinkriegen und dann entsprechend. Und der bewegt sich ja dann auch noch. Das ist ja nicht einfach nur anvisieren, feuern, sondern der bewegt sich auch noch so schnell und so. Im dreidimensionalen Raum und so, das ist immer so. Ich red mich bloß raus. Gibt Leute, die können das. Und es gibt Leute, die können das nicht. Sag mal, man kann es bestimmt lernen, aber es dauert halt. Also seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich habe nie behauptet, irgendwie ein Pro zu sein oder das großartig zu können oder ich weiß es nicht. Es ist einfach. Ich tue mein Bestes, ich spiele, ich. Hab Spaß, ich genieße es einfach und wenn ein Abschluss bei rumkommt, hey, warum nicht? Wenn dieser Schaden ist immer gut und wir werden da einfach versuchen, das in Zukunft besser zu machen. Und wie gesagt, ansonsten ja, ich versuche halt einfach nur, wie gesagt, Spaß zu haben, das zu genießen, einfach das, weil, ich weiß es nicht, ich bin nicht so, klar habe ich den Anspruch, irgendwo gut zu sein und was zu erreichen, aber, ich will mich auch nicht drüber aufregen müssen, wenn es mal schlecht läuft. Und deswegen ist es so dieses, ich mach's aus Spaß, aus Lust und Laune, weil ich halt einfach Bock drauf habe, weil ich unterhaltsam finde, angenehm finde, weil ich weiß, weil es einfach Spaß macht und ich möchte auch nicht. Ich bin da nicht groß dahinter. Also ich bin schon dahinter, aber nicht halt nicht so intensiv da groß was zu erreichen, weil ich weiß es nicht. Ich habe lang genug zum Beispiel in World of Warcraft dann auch dieses, dass man sich dann gegenseitig ankeift und anzickt und dieses, auch dieses mit den ganzen Raid-Gilden und man will unbedingt was erreichen und dann wird dann Druck gemacht und alles und es gibt Leute, die wollen das, die wollen so spielen, dass sie wirklich, ich sag mal, das Bestmögliche rausholen und richtig mit Leistung und richtig Power und alles muss passen und jeder muss ziehen und das ist auch okay, ne? Wir haben gewonnen. Solche Leute darf es geben und die haben ihre Daseinsberechtigung und das ist auch voll, wie gesagt, voll in Ordnung. Ich habe da voll Respekt vor.
Ich für meinen Teil möchte es nicht, weil ich mich nicht so unter Druck setzen möchte und nicht so einfach so auf dieser unbedingte Wille nach Erfolg, nach es muss funktionieren, nach habe ich einfach so nicht. Bei mir ist es einfach so dieses, ich spiele, um Spaß zu haben. Und das ist einfach, das steht an erster Stelle. So, nachdem wir jetzt das Spielgeschehen gar nicht, also nachdem ich jetzt das Spielgeschehen gerade gar nicht mehr weiter verfolgt habe, sondern einfach euch nur zugelabert habe, schauen wir doch einfach mal auf die Statistik. Also wir haben auf jeden Fall gewonnen, das ist schon mal schön. Ich habe schon wieder einen Auftrag abgeschlossen. Ich glaube, es war sogar der gleiche wie vorhin mit der KI. Also bei mir war es vorhin bei euch in der letzten Folge. Ihr kennt das Spiel. Das ist, ja. Nun, wir haben Schaden gemacht, 7. Ja, das war halt. Und dann kam das Meer. Aber gut. Wir haben Erfahrung, ein bisschen Erfahrung gekriegt. Das ist doch schön und ein bisschen was eingenommen. Wollen wir bloß schnell gucken. Ich glaube, dafür reicht es immer noch nicht finanziell, oder? Reicht es dafür? Nein, es fehlen immer noch 965 Credits zum Einbauen dieses tollen Maschinengeschütz-Dingens-Dings. Hoffen wir doch mal, beziehungsweise was hoffen nicht. Ich denke mal, dass wir spätestens in Folge 10 mit diesem Maschinengeschütz unterwegs sein werden. Davon gehe ich mal aus. Aber bevor ich jetzt noch ewig und ewig und ewig und ewig und ewig und ewig und ewig rumlaber, würde ich sagen, das ist jetzt auch egal und ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend und man sieht sich in Folge 9 von World of Warplanes Let's Fly. Bis dann. Tschüss.